Hallo Leute, willkommen bei Farmers Life. Farmers Life ist das Spiel mit dem besoffenen Kasimir. Das haben wir schon mal als Demo gespielt, ist schon eine ganze Weile her. Und es ist jetzt auch schon eine ganze Weile im Early Access. Und ich habe mir das, glaube ich, auch irgendwann mal im Vorbeigehen gekauft, herabgesetzt. Und habe es dann auch wieder vergessen, weil ich keine Zeit hatte, das zu spielen. Und ihr habt mir jetzt mehrfach geschrieben, das hätte sich ganz toll entwickelt. Man könne dem guten Kasimir auch das Saufen abgewöhnen und dann würde die Arbeit viel besser von der Hand gehen. Und es würde sich lohnen, da nochmal reinzuschauen. Und ich fand das damals in der Demo schon sehr, sehr lustig. Es ist kein ernsthaftes Landwirtschaftsspiel gewesen damals. Vielleicht ist es das inzwischen geworden. Na, auf jeden Fall dachte ich mir, das schauen wir uns mal an. Gibt es aktuell auch etwas vergünstigt? Ich glaube, es kostet momentan 9,99 € bis zum 2. April. Und dann wird es wieder etwas teurer, aber auch dann ist es nicht sehr teuer, etwas über 10 € oder so. Also, ja, man kann es mal riskieren und wir schnuppern jetzt hier mal rein und dann sehen wir, wie es euch gefällt und wie es mir gefällt. Auf jeden Fall finde ich hier diese wechselnden impressionistischen Bilder schon mal ganz schön. So, neues Spiel. Tutorial, ja. Oh, wenn du Kasimir einen bösen Mann sein lässt, wird sein Leben nicht ewig dauern und dazu noch kurz sein. Soll ich das anschalten? Ich glaube nicht. Wir machen aber lerne die Grundlagen des Spiels kennen, während du einige auserwählte Tage von Kasimirs Leben miterlebst. Ja, das machen wir. Und böse soll er ja nicht sein. So, jetzt warten wir geduldig. Mai 1945. So, ob das absichtlich ist, dass da immer die FPS laufen? Oder habe ich das mit... Ich habe was verpasst. Mann, habe ich einen Kater. Aber wenn es keinen Alkohol gäbe, würde ich hier ganz allein und so weiter. Warum hast du meinen Vater verlassen, Mutter? Du schaust sicher vom Jenseits auf mich herab. Ich komme ja gar nicht mit dem Vorlesen nach. Der Hof ist in einem schrecklichen Zustand, ich weiß, aber so bin ich nun mal. Da will man einfach nur noch sterben, aber man darf sich nicht einfach hinlegen und sein Leben wegwerfen. Und was würde Flauschi ohne mich tun? Ich kann ihn nicht einfach so zurücklassen. Das Wetter sieht gut aus. Ich muss zur Arbeit. Oder vielleicht noch nicht, heute nicht. Wo habe ich diese Flaschen hingestellt? Oh, hier sind sie ja. Lieber Gott, bitte vergib mir. Ich weiß, dass du traurig bist, wenn du mich ansiehst. Ja, für wahr. Oder vielleicht schaust du gar nicht. Ein Zeichen von dir wäre schön, egal was für eins. Ich denke mal, der Gott, auf den er gehofft hat, das sind wir Spieler, die kommen und ihn aus seinem Elend rausreißen. Also, willkommen bei Farmers Life. Vor dir liegen einige ausgewählte Tage aus dem Leben von Kasimir. Überlebe sie und dich erwartet noch mehr in der Vollversion. Die habe ich mir ja gekauft. Das war noch der Text von der Demo. Unser Protagonist hatte eine sehr harte Nacht und erinnert sich nicht an viel. Hilf ihm, das in den Griff zu bekommen. Klicken, um fortzufahren. Wie bin ich hierher gekommen? Wo bin ich? Ich muss mich etwas umsehen. Wo bin ich? Ja, in meinem abgeranzten Hof. Gut, und jetzt muss ich... Was mit der Maus machen? Hin und her, ja. Also hin und her. Ah, jetzt. Ich sollte ein wenig herumziehen, damit sich die alten Knochen etwas bewegen.
Mal sehen, ob Kasimir laufen kann. Shift, ich kann sicher schneller gehen. Hoffentlich nicht zu Zu schnell mein Kopf und jetzt langsam und leise. Jetzt schleichen wir. Endlich wach. Nun, Flauschi ist endlich wach. Lass mich dich ansehen, mein Freund. Zum Heranzoomen halten. Da ist Flauschi, ja. Na, Flauschi? Drücke, um mit dem Auge des Bauern zu sehen. Ich schaue mich genau um, wirklich genau. Ah ja, das ist das Auge des Bauern. Ja, da sehe ich dann, was es alles zu tun gibt. Okay. Links gibt es 9 Stöcke zu holen. Woher weiß der, dass ich hier stehe? Ist es wirklich links? Stöcke sind das nicht, das sind eher Bretter. Naja, vielleicht denkt er auch, ich wäre da stehen geblieben. Oh, ist das nicht ein Bührer? Verrostet? Also ich vermute das nur anhand der Farben. Ansonsten würde ich sagen, markenlos. So, ach, vielleicht läuft Flauschi mir zur Hilfe. Hier, da. Mit einigen Gegenständen ist es ganz einfach. Man kann nur eine Sache mit ihnen machen. Nimm. E. Gut. Also ich muss sagen, das Tutorial ist lustig. Das ist selten. Tab. Öffne oder schließe die das Inventar. Ich muss in meine Tasche schauen. Passen alle diese Stöcke hinein? Sieht so aus, die Tasche ist groß. Alles, was Kasimir aufnimmt, landet in seiner Tasche. Getragene Objekte können durch Ziehen des Icons in die Mitte des Bildschirms weggeworfen werden. Ah ja, Kasimir kann viel tragen, aber wenn das Gewicht der Tasche zu hoch ist, wird er zu langsam. Schlaf hier und jetzt. Links gibt es 6 Stücke zu holen. Okay. Ich arbeite ja gerade an so einem LS-Tutorial. Also keinem Tutorial-Video, sondern so einem Szenario-Tutorial. Über Schafe. Und das ist schon recht schwierig und man hat nur ein relativ eingeschränkte Möglichkeiten. Aber ich habe schon einiges geschafft. Flauschi, bring mir was zu essen. Diese Anzeige zeigt das Ernährungsniveau. Wenn es auf 0 fällt, leidet Kasimirs Gesundheit. Ja, das glaube ich. Stille Kasimirs Hunger. Ich bin jetzt Kasimir, oder? Ja. Na, Flauschi, ja, Flauschi zeigt mir immer alles. Das ist gut. Was wäre ich ohne Flauschi? Hier? Da? Ah ja, Äpfel. Gut. Einige Elemente ermöglichen 2 Interaktionen. Schau genau hin und wähle sie mit Bedacht. Konsumiere mit F. Reicht es schon? Nein, anscheinend nicht. Und was mache ich, wenn ich sie alle aufgegessen habe und wieder hungrig bin? Lösche Kasimirs Durst. Ich bin so durstig, ich muss was trinken, sonst falle ich hier tot um. Ist aber nur Wasser. Zu saufen gibt's jetzt nichts. Dieses Feld muss endlich bestellt werden. Flauschi, wo ist das Pferd? Sie können auch mit Tieren interagieren. Das funktioniert genauso wie die Interaktion mit Gegenständen. Und hier habe ich wenigstens noch ein Reservewasser. Flauschi, wo ist das Pferd? Tierzustand, noch nicht hungrig. Fettheit 0%. Da! Öffne E. Hallo, Pferd. Da, Hordü.
öffne. Na, das ist jetzt aber nicht sehr offen. Auch noch nicht hungrig, auch nicht fett. Nimm ein Tier heraus. Nimm ein Tier heraus. Ich glaube, an der Übersetzung müssen sie noch ein bisschen arbeiten. Das macht es aber besonders lustig. Komm schon, alter Knacki. Zeit, den Flug zu ziehen. Suchen wir mal den Flug. Ah, da. Flauschi weiß immer Bescheid. Flauschi hat sogar ein Tattoo. Spanne das Pferd an den Flug. Da. Das ist der Flug. Spanne das Pferd ein. E. Ohne Pferd? Wie? Ey, Pferd, komm! Hey! Hör auf zu führen. Nein, ich will weiterführen. Mehr. F. Ah! Hör auf zu führen. Gib einen Namen. Setze eine Kopfbedeckung auf. Fahre. Tritt. Eine Kopfbedeckung. Wir haben keine Mütze. Also, Pferd, komm. Hier geht's jetzt lang. Ja, sehr gut. Und jetzt geht's hier durch. Durch die halb geöffnete Tür. Jawohl. Und jetzt muss ich hier mal ein bisschen aus dem Weg gehen. Das ist schon ein cooler Pflug. E. Und jetzt wird es Zeit für das Pflügen. Sei froh, dass das Feld so klein ist. So. Ja, wie üblich ist, wenn man irgendein Ding fährt, dann kann man plötzlich nicht mehr mit der Maus lenken, was sehr bedauerlich ist. Sei froh, dass das Feld so klein ist. Das bin ich mit Sicherheit. Ja, ich erinnere mich noch, das hatte katastrophale Ergebnisse, mein Pflügversuch bei der Demo. So, beginne zu pflügen. E. Ich muss zuerst das Unkraut entfernen. Ja, vielleicht muss ich noch ein bisschen weiterziehen. Von Unkraut hieß es nämlich gar nichts, So ist besser. So, jetzt. Ja. Klappt doch. Fast gut. Und wie wenden wir hier? So. Eieieiei, ich bin froh, dass das Feld so klein ist. Tja, das Pferd hat irgendwie keinen Rückwärtsgang, was ja auch nachvollziehbar ist. Also machen wir hier einen großen Bogen. Ich mache erstmal... Ah, beginne zu pflügen hat... Das ist schon... Der Pflug hat sich schon... deaktiviert. Um die Kurve, um die Kurve. Eieieiei. Wieder um die Kurve. Ja, ganz stramm um die Kurve. So, ja, gut, gut. Sehr gut. Ja, ja, ja. Und jetzt beginne zu pflügen. Gut. So, jetzt ist das wieder deaktiviert und ich kann jetzt hier um die Kurve.
noch stärker um die Kurve und jetzt wieder ein bisschen in die andere Richtung. Eieieiei. Aber wir haben schon was geschafft. Das wird bestimmt nicht die prächtigste Ernte, aber... Nun gut, ich habe ja auch einen unglaublichen Kater von gestern. So, beginne zu pflügen. Wie er immer so Murmel, 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 Murmel macht. So. Ich finde das ja eigentlich mal ganz cool mit dem Fell, mit dem Flug und dem Pferd, mit dem Flug zu flügen. Ja, prima, prima. Ich meine, mit dem Pferd zu flügen. Das sind so Sachen. Stopp, stopp. Das sind so Sachen, die fehlen ja völlig im LS. Aber LS ist ja auch Bewirtschafter einen modernen Bauernhof. Und mit dem Pferd bearbeiten ist jetzt nicht gerade modern. Aber ich fände es toll, wenn sowas mal als Mod kommen würde. Mir selber traue ich das aktuell noch nicht zu, ein Pferd statt Traktor zu machen. Vielleicht später mal. Wenn ich noch sehr viel Modding-Fortschritte mache. So. So. Ja, das ist jetzt schon ziemlich dicht neben der letzten Bahn, aber vielleicht muss es ja auch genauso sein. Ja, wir machen echte Fortschritte, 88%. 91, ja super. So. Den großen Bogen wenden. Ja, wir sollten vielleicht an der rechts, links Außenseite nochmal eine Bahn ziehen. So. So. Ist das großartig. Also, beginne zu pflügen. Ja. Wunderbar. Beende das Pflügen mit Hilfe des radialen Menüs. Nein, wir fahren hier natürlich noch bis zum Schluss. Wunderbar. Manchmal gibt es viele Möglichkeiten. Beende das Pflügen. Das hier. Dip, dip, dip. Beginne zu pflügen. Beende und lasse. Beende. Ich bin erschöpft. Gehen wir zur Hütte und legen uns etwas hin. Und soll ich das Pferd nicht auskoppeln? Ach so, gut. Du musst jetzt hier stehen bleiben. Ich muss ins Haus gehen und das Bett finden. Ich hoffe ja, dass ich nach diesem Tutorial weiterspielen kann und nicht nochmal von vorn anfangen muss. So. Ha, öffnen. In die Ranzbude rein, ins Bett. Es ist doch noch gar nicht so spät. Komm schon, Flauschi, lass uns ein paar Stunden schlafen. Begib dich zur wohlverdienten Ruhe. Schlaf eh. Eine Stunde aufwachen um 13 Uhr, das klingt gut. Ich glaube, damals bin ich dann immer mitten in der Nacht aufgestanden oder so. Schon wieder morgen. Genug getrunken.
Fahr nach Zalesi. 5 Liter für 2 Jungs, zu viel. Habe ich schon wieder kein Geld mehr. Verdammt. Wie das hier aussieht. Ich hab nicht 1 Stunde geschlafen. Ich bin feiern gegangen. Und jetzt sehe ich doppelt. Und essen muss ich auch schon wieder. Eieieiei. Wie bin ich denn hier gelandet? Mitten auf dem Friedhof. Ich hätte den Schnaps verstecken sollen. Nun, ich muss noch mehr Werkzeuge an Johann verkaufen. Hier? Okay, habe ich denn Werkzeuge zu verkaufen? Hallo Johann. Jo, schön dich zu sehen. Hast du auch so einen dicken Schädel? Verkaufe deine Werkzeuge. Handeln wir. Geschenk, Schnaps, Geschenk, Wodka, Flasche. Rauchen wir eine. Wir machen Handeln. Willkommen bei Farmers Life. Das ist hier jetzt wohl das Handelstutorial. Ah ja, hier gibt es einen Beschreibungstext. Ist doch ganz gut. Es gibt mehrere Orte, an denen du handeln kannst. Einer davon ist der Markt, ein anderer ist das Sägewerk. Es gibt mehrere Stände und ein Geschäft auf dem Marktplatz. Jeder Händler bietet verschiedene Waren an und ist nur am Kauf bestimmter Waren interessiert. Ziehe ein Element von deinem Inventar zum Ladenfenster, um es zu verkaufen. Einkäufe verlaufen genau umgekehrt. Halte die Shift-Taste, um die Transaktion auf alle ausgewählten Elemente anzuwenden. Andernfalls erscheint ein Betragregler. Du kannst auch versuchen, einen weniger wertvollen und beobachteten Gegenstand zu stehlen, musst aber die Konsequenzen in Kauf nehmen. Das machen wir natürlich nicht. So, und was soll ich jetzt verkaufen? Das brauche ich doch alles. Ich soll sie beide verkaufen? Na, vielleicht habe ich zu Hause ja noch was. So. Sophie muss einen Wodka oder ein Bier auf Lager haben. Okay, kaufe Alkohol. Gehe ich jetzt hier weg? Halte Shift gedrückt, um alle Teile eines Gegenstandes zu verwenden. Ah, Escape hat geholfen. Gut. So. Jetzt müssen wir zu Sophie. Schweinchen, wo bist du? Da. Da muss ich rein. Es ist wohl um meine Lieblings-Sophie. Hallöchen. Hallo. Ich will was kaufen. Oh, ich könnte ihr einen Fuchspilz schenken, wenn ich denn einen hätte. Eieiei. Bier erfrischt und macht glücklich. Was braucht man mehr? Wodkaflasche. Was soll ich kaufen? Kaufe Alkohol. Ich kaufe eigentlich mal lieber Bier. Mal gucken, was das kostet. Sehe ich das, wie viel es kostet? So viel? 120? Ach, das war... Ah, das war der Preis. Wodka ist fast so billig oder teuer wie Bier. Aber ich bleib lieber bei Bier. Ich habe nichts mehr, wenn ich so weitermache. Ja, das glaube ich auch. Vielleicht hätte ich nur ein Bier kaufen sollen. Oh, die verkauft auch Hüte und sowas. Okay. Ich musste den Pflug verkaufen. Das Pferd und die Kuh bestimmt auch bald. Geh zurück nach Hause. Immerhin sehe ich jetzt nicht mehr doppelt. Irgendein Tier hat einige meiner Hühner gerissen. Gut, dass Flauschi bei mir ist. Flauschi, wo bist du denn? Schöne Blumen. Was ist da? Wenn ich einmal alles verkaufe, muss der Rest der Hühner weg.
Das sind wohl Sachen, die ich klauen könnte, was ich aber nicht tue. Aber Flauschi würde ich nie verkaufen. Lieber verhungere ich. Na, immerhin hat er noch Ehre im Leib. Und wir können ein bisschen rennen, ja. Manchmal wünschte ich, dieser verdammte Hof würde zur Hölle fahren. Ich bin auch schon wieder hungrig und durstig. Ja, was wäre ich ohne Flauschi? Nur ist Flauschi irgendwie... Oh, Flauschi, was machst du? Gar nicht flauschig. Aber sehr schlau. Da steht ein Panzer rum. Flauschi wird schon wissen, wie es nach Hause geht. Irgendwie ist dieses Spiel ja super grottig, aber in seiner Grottigkeit richtig großartig. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Also wenn man hier mal über die Tutorial-Phase hinausgekommen ist. Flauschi, was geht? Das ist hier ja auch interessant. Ist das hier so ein kleines Gebet-Dingenskirchen? Hat auch schon bessere Tage gesehen. So, na, da ist ja wohl unser Hof. Ja, da ist Flauschi wie beflügelt. Und habe ich wirklich den Pflug verkauft? Na, immerhin habe ich nochmal gepflügt. Ich bin so ausgetrocknet. Gut, dass der Brunnen voll ist. Okay, und da ist ja auch ein Huhn. Ich würde sagen, wir trinken jetzt noch was und dann mache ich Schluss mit dieser ersten Folge. Trink aus dem Brunnen. Ich frage mich, ob es in der Vorratskammer etwas zu essen gibt. Habe ich getrunken? Ja, ich habe getrunken. Okay. Jo, dann würde ich sagen, das war's mit dieser ersten Folge. Und ich werde jetzt auf alle Fälle noch ein paar Folgen weiterspielen. Und dann schauen wir mal, wie euch das so gefällt und mir. Und dann sehen wir, ob ich das weiter spiele oder ob ich es bei einigen Folgen belasse. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.